Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und heute möchte ich mit euch mal was Besonderes auspacken. Und zwar ist das eine Drohne. Das ist die, wollen wir mal gucken, H501A X4 Air Pro von Hubsan. Oder Hubsan? Hubsan? Ja, keine Ahnung. Und die Drohne packe ich jetzt hier aus mit euch gemeinsam. Es ist meine allererste Drohne. Also ich bin ein absoluter Laie, was Drohnen betrifft. Und deswegen gehen wir ein bisschen ungezwungen daran. Wie gesagt, wir packen jetzt die Drohne hier aus. Machen sie quasi flugbereit. Und vielleicht schaffen wir es auch noch, die Drohne mal kurz starten zu lassen. Wir werden schauen. Also dann würde ich sagen, auf geht's! Schauen wir uns doch erstmal die Verpackung etwas genauer an. Also wie ich schon erst vorgelesen habe, das ist die X4 Air Pro von Hubsan, die H501A. Diese Drohne wird über ein Smartphone gesteuert. Und zwar ist das egal, ob das jetzt ein Android-Gerät ist oder halt ein iPhone. Wir haben quasi Wi-Fi an Bord. Wir können Wegepunkte setzen. Sieht man das eigentlich? Wir haben hier also eine Zurückholfunktion, GPS, Livestream und ein Follow Me. Ja, was haben wir sonst noch hier? Ja. Wir haben eine 1080p HD Kamera, GPS habe ich schon erzählt, das habe ich schon, FPV, ja, dann haben wir hier einen Orbit Modus und wie auch schon vorgelesen, Follow Me. Ja, das ist der schöne Karton, ich glaube, den werde ich mal gut behandeln als Transportkiste. Ist sie gar nicht mal schlecht. Aber wir wollen ja mal gucken, was sich jetzt hier im Karton befindet. Naja, gut. Eine Drohne, sicherlich. Aber machen wir doch mal auf das Teil. Na. So, und so sieht's aus. Okay, was haben wir jetzt hier in der Verpackung? Wir haben zum einen die Propeller. Wow. Okay. Ah, hier steht Typ A, Propeller Typ A. Dann haben wir hier Propeller Typ B. Wenn ich richtig informiert bin, sind das zwei Sätze. Also ein als Reserve. Ja, sind jeweils vier Propeller in der Verpackung. Dann haben wir hier natürlich die Drohne. Ist jetzt gar nicht so schwer. Und hier sehen die Aufkleber. Die sind gar nicht richtig vernünftig drauf geklebt. Okay. Und wenn wir die Drohne schon mal in der Hand haben, hier hinten haben wir dann den Akku drin, der eine Größe von... Jetzt muss ich lügen, aber ich glaube, es waren 2700 mAh Stunden und soll 18 Minuten Flugdauer garantieren und das Aufladen des Akkus beträgt ja fast 200 Minuten, also es ist schon eine ganz schön lange Zeit. So, aber erstmal zur Seite. Wir haben hier nämlich noch zwei weitere Boxen und hier befindet sich, jetzt müssen wir mal schauen. Na, geh auf. Machen wir mal so rum. Na, aufziehen, nicht kaputt machen. Hier haben wir dann das Ladegerät. Mit, was haben wir noch hier drinne? Ein
ein bisschen Werkzeug. Ich denke mal, ja, das ist dazu da, um die Propeller festzuziehen an dem Motor. Gut. Und dann haben wir noch eine Box hier drin liegen. Und hier haben wir ein stinknormales USB-Datenkabel oder Ladekabel. Oh, rein damit. Dann haben wir hier, ja, wie soll ich das nennen? Ja, einen Repeater. Also, ich denke mal, hier wird das Smartphone eingeklemmt. Der muss auch geladen werden, deswegen das Kabel dazu. Und der verbindet sich dann auch mit der Drohne. Und hier ist auch die das WLAN-Signal, was dann quasi zum Smartphone geht. Ja, okay. Das sieht dann ungefähr so aus. Smartphone rein. Und ja, hält sich ganz gut, obwohl das Teil so ein bisschen sich billig anfasst. Aber okay, erstmal zur Seite damit. Ja, dann haben wir noch eine kleine Bedienungsanleitung hier. Auf Englisch für das Gerät. So, und dann haben wir natürlich noch etwas zu lesen mit an Bord. Eine Bedienungsanleitung. Ein Quick Start Guide. Okay. Konfiguration. Okay, ja, wir haben ja nicht das Modell mit der Bedienung, mit der Fernbedienung, sondern wir haben ja das Modell, was über ein Smartphone. Ich glaube, man kann das sogar auch über ein Tablet bedienen. So, was haben wir denn noch hier drin? Schönes. So ein Reserve-Gummifuß, oder? Ja, würde ich jetzt mal sagen, falls die hier abgehen. Diese Gummifüße. Ja. Das ist jetzt alles, was sich hier in der Verpackung befindet. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal über, indem wir die Propeller an die Drohne montieren. So, ich habe die Propeller mal vorbereitet und wir fangen am besten an mit Propeller Typ A. Und das sind die hier. Übrigens, die Bezeichnung, wo die Propellertypen hin müssen, sind hier angebracht. Hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, stell mal scharf, ist ein A verzeichnet. Der andere Arm mit Typ A ist dann hier und die quasi sind dann Typ B. Okay, mal sehen, ob ich jetzt alles falsch mache oder nicht. Wir hatten gesagt, wir beginnen mit A. A ist hier. So, wollen wir mal. A. Natürlich in Flugrichtung. Gut, dann wollen wir uns mal jetzt hier das Werkzeug nehmen. Wie funktioniert das jetzt? Rein und festdrehen. Ich denke mal, wir werden das nicht überziehen hier, nicht dass die kaputt gehen. So, Propeller sind dran. Ich denke mal, jetzt werden wir mal die Batterieverbindung hier anschließen. So, rot, rot, schwarz, schwarz, haben wir alles. Oho, sie leuchtet schon. Okay, dann mal jetzt. Okay, wie soll man denn das hier reinkriegen? Okay,
Ihr habt schon einen Ton gemacht. Wir werden auch mal gleich dieses Gerät hier starten. Und mal das Smartphone. Übrigens, die App findet ihr, wie gesagt, entweder im App Store oder im Play Store unter Android. Und gebt einfach ein Hupsan und dann findet ihr die. So, ach so, ganz wichtig, wir müssen natürlich noch das WLAN einstellen. So, hier habe ich schon einmal. Alt, die hier brauchen wir. Passwort. Okay, mal ganz kurz warten. Passwort, 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 Passwort. Das Passwort steht dann übrigens hier auf diesem kleinen Zettel. Und das ist ziemlich einfach. Ist verbunden. Dann starten wir jetzt die App. Akzeptieren. Eingeben. Können wir ja so lassen. Okay, jetzt genau auf die Verbindung werde ich jetzt erstmal nicht eingehen. Ja. Ich habe natürlich Fernbedienung verkehrt rum drinne. Wir haben ein schwaches GPS. Wir müssen jetzt das Fluggerät einmal und vertikal drehen, bis es ein Signal hat. Okay. Und jetzt horizontal. Nee, das ist vertikal, das andere war horizontal. Na, komm schon. Okay. Der Timer mit dem aktuellen Gerät verbinden. Ja, okay. Machen wir doch. Startbereit ist jetzt die Drohne. Aber bevor ich jetzt hier die starten lasse, denke ich mal, werden wir nach draußen gehen. Das ist vielleicht die beste Idee, die ich hier habe. Ach, übrigens, eins haben wir noch voll vergessen. Und zwar hier die Folie von der Kamera abzuziehen. So. Gut. Da bin ich ja auch. Hallo. Na, da bin ich ja mal gespannt. Gut, okay, wir gehen jetzt nach draußen und schauen mal, wie es weitergeht. Starten konnte man sie, jetzt ist der Akku leider leer und ich bin wieder zurück. Musste aufs Feld ausweichen, weil der Hof dann doch ein bisschen zu klein war. Und ja, da habe ich leider zwei Abstürze gehabt, weil ich erstmal probieren wollte, bevor ich die Kamera aufhalte. Und da hat sie so ein bisschen mal kleine Läsuren abgekriegt. Aber nichtsdestotrotz scheint stabiler zu sein, als wie ich dachte. Auch die Rotoren bzw. die Propeller, die sind zwar auch zerkratzt so ein bisschen, aber sind nicht abgebrochen oder sowas. Passt. Was ich natürlich nicht gemacht habe, ist eine SD-Karte in den Kopter zu stecken.
Hier ist nämlich ein SD-Kartenschlitz und somit habe ich von meinem Testflug, von meinem allerersten Testflug, keine Onboard-Videoaufnahmen. Ich denke mal, das holen wir beim nächsten Video definitiv nach. Ja, das war es jetzt zu den Unboxing des Hubsan 501A X4 Airbro gewesen sein. Wie gesagt, ich teste jetzt noch die Drohne. Vor allen Dingen interessiert mich dann doch, wie die Videoaufzeichnungen sind. Ja, ich glaube, hier sind nur eine 2-Megapixel-Kamera verbaut und wird wahrscheinlich nicht ganz so toll werden. Mal schauen, vielleicht überrascht es mich ja. Also wenn jetzt die Videoaufnahmen nicht so gut sind, ja gut, es ist halt ne keine 1000-Euro-Drohne. Okay, aber das soll es jetzt gewesen sein. Macht's gut, Leute, und wir sehen uns beim nächsten Video. Und ciao.